Der wirft jetzt nicht wirklich mit Stein, Alter. Man, sind wir hier im Kindergarten oder was ist das? What? What? Was sind das denn, Fußbälle? Ach du Schande. Howdy Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Im letzten Part haben wir erfahren, wo unser Wolkenvogel versteckt ist. Und in diesem Part wollen wir das ja auch... Da ist er ja! Wollen wir ihn natürlich auch retten und vielleicht können wir dann zum ersten Mal fliegen. Dein Wolkenvogel! Ja, da ist er, unser Wolkenvogel. Zack! Oh! Hä? Ach so, man muss die hier, Leinen hier, oder was das sind, zerschneiden. Zick. So. Ist das da oben schon zerschnitten? Nee, gut, jetzt aber. Okay. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir dann die Vogelreiterzeremonie mit beschreiten können. Okay, es kommt eine kleine Cutscene. Eine Sequenz. Oh, was ein schönes Tier. Unser roter Wolkenvogel. Oh Mann. Ja, Leute, es ist in letzter Zeit nicht so viel Skyward Sword gekommen. Ja, warum, weiß ich selbst nicht. Aber eigentlich wollte ich das Projekt ein bisschen häufiger bringen. Nicht so wie bei The Wind Waker. Und deshalb... Ja... Freue ich mich jetzt auf den Part. Los weg, Trix. Beeil dich, sonst verpassen wir noch die Vogelreiterzeremonie. Ruf deinen Vogel. Okay. Ja, wir werden fliegen können. Was ist das die ganze Zeit? Hey, weg, Trix. Diese Stimme. Hast du das gehört? Welche Stimme? In letzter Zeit habe ich das oft. Ich habe das Gefühl, als rufe mich irgendjemand. Okay, nee, wissen wir eigentlich nichts von. Weg, Trix. Hast du jemals darüber nachgedacht, was sich wohl unter der Wolkendecke verbirgt? Ist wirklich so. Alle sagen, da gäbe es nichts. Aber was heißt das? Da ist nichts. Ich kann daran nicht glauben. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Da hinten ist eine Insel. Niemand hat sich je dorthin begeben. Aus irgendeinem Grund bleiben auch die Wolkenvögel stets über den Wolken. Aber eines Tages möchte ich dort hinuntergehen und selbst nachsehen. Okay. Wäre aber echt mal cool. Tut mir leid, dass ich dir sowas erzähle. Komm schon, lass uns gehen. Sieh doch, auch dein Wolkenvogel wartet auf dich. Wenn du gesprungen bist, musst du... Ja, 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 wissen wir schon. Aber diesmal muss es echt klappen. Okay. Wir sind bereit. Zu fliegen. Mit unserem Wolkenvogel. Whee! Kann ich jetzt drücken? Ich drücke. Ich drücke, hey. Was ist denn nun los? So. Okay, der Wolkenvogel kommt. Und wir werden jetzt endlich mal fliegen. Yee! Geil. Okay. So fliegt man. Okay, die Steuerung ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ui, ui. Okay, hier sind ganz viele Steine. Nach der ganzen Aufregung sollten wir noch einmal alles durchgehen. Fühlst du dich bereit zu fliegen? Ja, natürlich fühlen wir uns bereit. Bereit. Du bist bestimmt die Richtung... Hä? Du bestimmst die Richtung, in die dein Wolkenvogel fliegt, in denen du die Wii-Fernbedienung nach links und rechts schneidest. Wenn du schneller fliegen möchtest, bewege die Fernbedienung ruckartig nach oben oder unten. Ja! Und einmal Höhe zu gewinnen. Und neige sie dann nach unten. Immer wieder ruckartig nach oben und unten bewegen, dann unten und unten. Hä? Und dann nach unten neigen. Dann ist der ganze. Das ist der ganze Trick, okay. Ja, Leute, ich bin ein bisschen verpeilt heute. Irgendwie kann ich nicht lesen. Und ist mit deinem Wolkenvogel alles in Ordnung? Natürlich ist mit dem alles in Ordnung. Oh, was ist denn jetzt los? Wenn du auf deinen Wolkenvogel reitest, drücke jederzeit 2, um dir die Steuerung anzeigen zu lassen. Nee, wollen wir nicht. Außerdem kannst du A drücken, um kurz zu beschleunigen oder anzugreifen. Was, man kann mit denen angreifen? Alles klar. Kann man hier irgendwie abspringen oder so? Da
Das wäre doch schon alles gewesen, oder? Vectrix, ich hatte schon das Schlimmste befürchtet, aber dein Wolkenvogel scheint in Ordnung zu sein. Vater und die anderen warten sich ja schon, beeilen wir uns. Okay. Ja, dann geht's gleich wahrscheinlich auf zur Vogelreiterzeremonie. Heieiei. Oh, Leute. Ja, natürlich wollen wir speichern. Speichervorgang, bitte mit dem. Ja, bla bla bla. Speichervorgang erfolgreich. Dein Wolkenvogel ist einfach unglaublich und das nach all dem, was er heute schon durchmachen musste. Ich werde nun meinen Vater berichten. Dann mach das mal. Och. Bardo. Hey, Vectrix. Ach, du hast dein Federvieh gefunden. Wir haben ja seit dem Morgen geübt. Warum kriegt ein Nichtskönner wie du eigentlich immer eine Extrawurst, hä? Und jetzt tauchst du hier auch noch mit Zelda auf. Allein traust du dich wohl nichts, was? Zeldalein und ich sind schon seit unserer Kindheit gute Freunde. Da bildest du dir mächtig was drauf ein, stimmt's? So ist es doch, oder? Der Typ, der regt mich irgendwie ein bisschen auf. Bardo redet die ganze Zeit davon, dass er Zelda heiraten wird und sie dann für immer zusammen sind. Oh, selbst die lachen darüber. Ha! Der Sieger der Zeremonie, und das werde natürlich ich sein, erhält von der Vertreterin der Göttin, also Zelda, den Paraschall. Und niemals werde ich zulassen, dass jemand anderes mir dieses Geschenk wegschnappt. Es ist von ihr selbst gemacht. Okay. Den Paraschall, den sie selbst getragen hat, in meiner Hand, er riecht bestimmt toll. Ach. Und dann noch die Zeremonie für den Sieger auf der Statue der Göttin. Nur wir beide, ungestört. Zelda und ich ganz allein da oben. Hä? Okay, ja, er ist schon ein bisschen verrückt, ne? Bardo, Bardo, hinter dir! Was ist denn? Stört mich nicht. Look. Oh mein Gott. Immer das Gleiche. Wir beide, wie? Ganz allein, ja? Ja, also Vectrix, gut, dass du deinen Vogel wiedergefunden hast. Das wird ein guter, ehrlicher Wettkampf. Bis dann, Zelda, und bei der Zeremonie immer schön auf mich schauen, ja? Ich bin der, der fliegen kann. Oh Mann. Einbildung ist auch eine Bildung, würde ich sagen, Leute. Hey, Bardo, warte auf uns! Ich finde seine Theme-Musik sozusagen gut. Ein guter, ehrlicher Wettkampf, da hätte ich einiges dazu zu sagen. Vectrix, kümmere dich nicht darum, was sie sagen. Gib heute dein Bestes, ich glaube an dich. Versprichst du mir zu gewinnen? Nur wir zwei. Nur wir zwei. Bitte? Das hätte ich nicht von dir gedacht, Vectrix. Die Vogelreiterzeremonie beginnt. Die auserwählten Schüler, bitte zum Start. Was? Das geht schon los? Also dann, Vectrix. Bis gleich. Okay. 8 Minuten geht der Part. Das werden wir wahrscheinlich noch schaffen, denke ich mal. Okay, Leute. Die Vogelreiterzeremonie steht an. Es kann losgehen. Vielleicht werden wir sie ja gewinnen. Vielleicht auch nicht. Alles steht noch in den Sternen. Okay. Es kann losgehen. Oh, ein goldener. Sehr gut, beginnen wir also mit der Vogelreiterzeremonie. Es sah erst so aus, als würde Vectrix nicht teilnehmen können, aber jetzt sind alle ja hier. Ich erkläre nun die Regeln. Ich lasse nun einen Wolkenvogel fliegen, der eine Vogelfigur trägt. Auf mein Signal sprintet ihr durch, drückt... Sprintet ihr durch Drücken von A los und springt vom Steg ab. Vergesst mir nach dem Abspringen... vor lauter Aufregung bloß nicht ja zu drücken. Sieger ist, wer als erster durch Drücken von A die Vogelfigur in seinen Besitz bringt. Nicht zu schwer, oder? Habt ihr die Regeln verstanden? Ja, natürlich. Okay. Gut. Der Sieger rückt in die Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Diese Auszeichnung wurde von der jungen Dame, die als Vertreterin der Götter auserwählt wurde, persönlich angefertigt. Und zum 25-jähriges Jubiläum, das ist einfach voll so ein kleines Easter Egg, oder nicht?
zum 25. Zelda-Jubiläum. Die Vertreterin der Göttin, die ihren selbst angefertigten Preis dieses Jahr persönlich überreichen wird, ist, wie ihr wisst, Zelda. Ja, natürlich. Zeigt, was ihr bei euren täglichen Übungen gelernt habt. Ich dachte, jetzt lacht er. Und ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wirft oder anderen Teilnehmer angreift. Das gilt besonders für dich, Bardo. Oha. Der scheint also auf irgendwelche, mit irgendwelchen unfairen Mitteln zu spielen. Los! Yay! Yeah! Woo! Alles klar. Wolkenvogel rufen. Zack. Okay, das könnte cool werden. Coole Musik auf jeden Fall. Okay, da hinten ist er. So, holen wir uns den. Ich denke, das wird nicht allzu schwer, hoffentlich. Hoffentlich. Okay, da muss ich mich jetzt konzentrieren. Oh, was? Was war das denn für ein Asimov? So, vielleicht kriegen wir ihn jetzt mit einem Sturzflug. So. Wir sind fast dran. Nein! Ja! Ja! Komm! Hey, was soll das? Das ist mein Triumph, nicht deiner! Was? Ich dachte, ich hätte den jetzt. Aber was für ein Assi! Du wagst es, dich mit Bardo anzulegen? Nimm dieses, Kleiner! Der wirft jetzt nicht wirklich mit Stein, Alter. Meinst du, wir hier im Kindergarten oder was ist das? What? What? Was sind das denn, Fußbälle? Ach du Schande. Jetzt ist meine Wii-Fernbedienung noch fast leer. Ah, die kriegen wir jetzt mit Sturzflug. Mit der Pokémon-Akatschacke. Nein! Jetzt aber! Jetzt aber! Jetzt aber! Ja, wir haben sie! Du hast die Vogelfigur erhalten. Diese Figur weist dich als Sieger des heutigen zeremoniellen Wettfluges aus. Zelda wird sich freuen. Ja, Leute. Woo, wir haben es geschafft. Geilomatico. Hier. Wir haben sie. Weg, Trix! Oh. Oh. Die ist auch lebensmüde, ne? Springt da einfach runter und hofft so, ja, wir fangen sie schon auf, ne? Ist klar, hätten wir mal nicht machen sollen. Nee, hätten wir nicht machen sollen. Sei nicht so ängstlich. Herzlichen Glückwunsch, Vectrix. Oh Mann. Die Zeremonie geht weiter. Auf zur Statue der Göttin. Okay, die scheinen sich ziemlich nah zu stehen. Okay. Oh, jetzt kommt das Coole. Vectrix, du musst nun die Vogelfigur der Göttin darbringen. Ja, wo ist sie denn? Da. Zack. Und nun kriegen wir eigentlich den Paraschall. Und wo ist er? Gib mir den Paraschall. Nee, nee. Mir jetzt den Paraschall. Oh, unsere Wolkenvögel harmonieren auch miteinander. Okay. Müsste jetzt eigentlich soweit sein. Oh. Große Göttin, die uns seit Urzeiten beschützt, an deiner Stelle führe ich diese Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Okay. Siegreicher Jüngling, nach alter Sitte schenkt dir die Göttin ihren Segen. Auf dass die Winde dir und dein Wolkenvogel stets gewogen sein mögen. Ah, jetzt kriegen wir den Paraschall. Das will ich ja eigentlich nur haben. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Pixelgrafik? Vielleicht habt ihr es gesehen, das war echt pixelig. Die Texturen waren richtig scheiße gerade. Der Segen der Göttin, ein weißes Segel tanzend im Wind für dich. Ist das eigentlich das gleiche Segel wie im so Wind Waker? Nee, ne? Nee. Du hast den Paraschall erhalten. Mit ihm kannst du auch dann sicher landen, wenn du von hohen Orten hinabspringst. Er riecht vertraut. Ja, natürlich, er riecht nach Zelda. Ha. Was soll das denn? Dies ist eine heilige Zeremonie. Dieser Paraschall, man sagt, dass die Göttin ihn seit Urzeiten den von ihr Auserwählten zukommen lässt. Aber natürlich kommt dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst für den heutigen Gewinner gewebt. Ich bin so froh, dass du ihn bekommst. Pass gut auf ihn auf, ja? Natürlich. Danke, Vectrix. Ich bin so glücklich, dass du hier bist.
Oh. Er checkt es einfach nicht. Die steht voll auf ihn. So, das war es also. Du weißt, was du jetzt tun musst. Oder etwa nicht? Keine Ahnung. Wirklich? Du bist doch sonst immer so schlau. Nie? Oh, 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 oh. Oh. Oh mein Gott, Leute. Oh, was? Gar nichts? Von hier aus springst du. Siehst du das runde Bodenrelief vor der Statue der Göttin? Lande dort, um die Zeremonie zu vollenden. Was? Gib dir uns einfach voll den Korb. Wenn du abgesprungen bist, musst du kurz vor den Landen B drücken, um den Parasol zu öffnen. Öffne den Parasol erst im letzten Moment, um deinen Heldenmut unter Beweis zu stellen. Also dann, bist du bereit? Okay, das dürfte eigentlich nicht so schwer sein, hoffe ich mal. Ich hoffe, die Wii-Verbindung spackt jetzt nicht rum. Okay, alles easy. Okay, ja, ja, ja. Ist doch voll easy. Ich weiß nicht, ich hatte mal das Let's Play bei Domtendo gesehen und ich muss sagen, er hatte echt ein paar Probleme. Keine Ahnung, was er da hatte. Oi, das hast du toll gemacht, Vectrix. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen. Ich bin Naturtalent, Naturtalent. Okay, wir haben noch... Oh, 16 Minuten. Ich denke mal, der Part wird gleich zu Ende sein. Oh. Das passt ja gut. Ich muss echt sagen, ich finde die Idee von den Wolkenvögeln mit den Wolkenvögeln richtig gut. Sag mal, Vectrix, jetzt hast du schon gewonnen. Das Wetter ist schön, auch der Wind bläst nicht zu stark. Oh. Also, wie wäre es mit einem kleinen Ausritt über den Wolken? Mann, ich muss den Part beenden. Ich muss den Part beenden. Er geht schon 16 Minuten. Genau. Und ja, Leute, ich würde sagen, hier passiert nämlich gleich noch was. Machen wir mal kurz einen kleinen Cut bis zum nächsten Part. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, also die Vogelreiterzeremonie, dann könnt ihr es natürlich mal in die Kommentare schreiben. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao!